Wie du sehen kannst, hier herrlich, ja, Top-Bedingungen, ein sehr guter Rasenplatz, das Essen schmeckt hervorragend, die Zimmer sind schön, man kann hier sehr gut arbeiten. Ihr habt jetzt im Rahmen des Trainingslagers einige Trainingseinheiten zu absolvieren. Worauf legst du Wert, woran soll gearbeitet werden? Ja, wir haben in gewissen Bereichen gearbeitet, konditionell, das ist klar, und auch Inhalte versucht zu vermitteln. Das lief ganz gut, von der Spieleröffnung bis nach vorne verteidigen. Die Jungs wollen und das haben sie bislang sehr gut gemacht, auch in den letzten Testspielen. Und das möchte ich jetzt weiter verfeinern und auch in den nächsten Spielen sehen. Man merkt in der täglichen Arbeit, dass die Jungs wirklich Step by Step und gemeinsam das Ganze machen. Trotzdem ist der Fokus natürlich auf das Individuelle. Das heißt, wie können wir den Spieler individuell besser machen? Und das schaffen wir auch mit der Arbeit, gerade was Christian Klibo, Alex Meyer da bewerkstelligen. Hut ab, weil eine neu formierte Mannschaft von heute auf morgen so schon mal einzustellen und so die Anfangsergebnisse zu zeigen, das zeigt schon von hoher Qualität. Aber man ist nie am Ende, das ist immer ein Prozess, der geht täglich weiter.